Herr Ostmann, kommen wir zu einem sehr wichtigen Preis, der mit 12.500 Euro dotiert ist, dem Paul-Pietsch-Preis. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Warum wurde denn diese Technik-Trophäe nach Paul-Pietsch benannt? Ja, zunächst, es geht um eine zukunftsweisende Leistung auf dem Automobiltechniksektor. Und Paul-Pietsch hat bei seinen Entscheidungen schon immer viel Weitblick bewiesen. Das war 1946 so, als er eine Zeitschrift in den Kriegswirren oder nach dem Krieg direkt gegründet hat. Und das war auch 1975 so, als er mit der Motorpresse Stuttgart ins internationale Mediengeschäft eingestiegen ist. Da war immer schon visionär, ne? Eigentlich ja. Ohne Paul-Pietsch wären wir heute nicht zusammen. Und er ist nicht nur unser Gründer, sondern er ist mit seinen Visionen sicherlich auch unser Vorbild. Und deshalb haben wir den Preis nach ihm benannt. Warum ist denn der Paul-Pietsch-Preis, der ja immerhin mit 12.500 Euro dotiert ist, so wertvoll? Ja, sicherlich hängt das mit an der Tradition, zusammen. Der Preis wird jetzt zum 22. Mal vergeben. Und dann vielleicht auch die Jury, das sind Journalisten von 26 Automobilzeitschriften aus 18 Ländern. Und wenn die eine Technik auszeichnen, glaube ich, hat das schon einen besonderen Stellenwert. Nach welchen Kriterien suchen die denn aus? Ich sagte schon, es geht um zukunftsweisende Technologie. Sie muss kaufbar sein und wir schicken jedes Jahr eine Liste mit verschiedenen Vorschlägen an alle Redaktionen. Die können eigene Ideen dazu beifügen und dann wird abgestimmt. Sie haben gerade gesagt, 22 Mal wurde es bereits ausgezeichnet. Ja. Was waren denn die technischen Highlights, die sich dann auch später im Markt positionieren konnten? Ja, alle will ich hier nicht aufführen, aber einige. 1995 war es der Seitenairbag, den Volvo in die Serie gebracht hat und den wir heute in allen Autos haben. 1998 war es das Common-Rail Diesel-Einspritzsystem. Das wurde natürlich bis heute viel weiterentwickelt oder sehr viel besser weiterentwickelt, aber es hat eigentlich dem Dieselmotor zum Durchbruch verholfen. Und dann 1999 das 3-Liter-Verbrauchsauto von Volkswagen, der 3L Lupo. Da muss man sagen, ein tolles technisches Konzept, aber damals vielleicht zu früh in den Markt gebracht. Ich bin jetzt gespannt, wenn das 1-Liter-Auto kommt, das soll ja in der Pipeline sein, welchen Kundenzuspruch es dann findet. 2001 wurde Toyota geehrt für die Entwicklung des Hybridmodells Prius. Mittlerweile hat Toyota 3,5 Millionen Hybridmodelle weltweit verkauft, also auch ein Erfolg. Und 2008 war BMW mit Efficient Dynamics, den Technologien, die dahinter stehen, an der Reihe. Und man muss sagen, seit 2008 hat die BMW Group in Europa den CO2-Ausstoß mit diesen Technologien von 156 auf 148 Gramm bis Ende 2010 reduziert. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch 2012. 2012 standen 15 Technologien zur Wahl. Gemeinsam auf Rang 2 kamen mit jeweils 5 Stimmen kamen die Skyactiv-Motoren von Mazda und das Hybridmodell Opel Ampera. Und Rang 1 belegte der Peugeot 3008 Diesel Hybrid 4. Und mit welcher Begründung? Ja, der Diesel Hybrid 4, mit diesem Modell eröffnet Peugeot ein neues Antriebskonzept mit Diesel, Allrad und Elektroantrieb. Auf die Vorderräder wirkt ein 163 PS starker Dieselmotor. Die Hinterräder werden angetrieben von einem 37 PS starken Elektromotor. Man kann rund 4 Kilometer damit elektrisch fahren und erreicht maximal 70 km/h im elektrischen Betrieb. Der Peugeot 308 Hybrid verbindet uneingeschränkte Alltagstauglichkeit mit hoher Leistung und hohem Sparpotenzial. Und das zu bezahlbaren Preisen ab 34.150 Euro. Dann darf ich Sie jetzt bitten, die Preisverleihung für zukunftsweisende Leistungen auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik und auch des Designs vorzunehmen. Wir kommen zum Gewinner. Und da dürfen wir jetzt zu uns auf die Bühne bitten, Olivier Dardard, das ist richtig, ja. Markenvorstand PSA und zwar von Peugeot und Citroën Deutschland. Richtig? Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Dardar. Ein Diesel-Hybrid ist ein interessantes Konzept. Was erwarten Sie denn für einen Markterfolg von diesem Modell? Zuerst danke an den kompetenten Jury. Wir hatten schon diesen Preis vor 12 Jahren gewonnen mit dem Rußpartikelfilter. Das hat für viel Gespräch geführt in dieser Zeit. Ich kann Ihnen sagen, wir bemühen uns viel, dass Sie noch nicht mehr als 12 Jahre erwarten, um uns den Tollpisch-Preis zu verleihen. Aber um an Ihre Frage zu antworten, wollen wir dieses Jahr mit den beiden Marken, Peugeot und Citroën, auf dem deutschen Markt ungefähr 3000 Einheiten von diesem neuen Konzept verkaufen, mit unserer Peugeot- und Citroën-Palette. Da werden ja noch weitere Modelle kommen. Was ist denn in diesem Jahr noch zu erwarten an Diesel-Hybrid-Modellen? Es gibt, wir werden den 508, 508 RXH und wir werden auch mit dieser Hybrid-Technologie bei Citroën den DS5 einführen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit diesen Modellen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für den Paul-Pietsch-Preis 2012.